Hallihallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Mein Autorenname ist Marinja und auch mein YouTube-Kanal heißt ja Marinja. Und ich habe dieses Jahr zwei neue Bücher von mir veröffentlicht und eins davon möchte ich euch heute vorstellen. Ich habe in diesem Buch ganz viele wunderschöne Gedichte veröffentlicht und ich lese euch jetzt jeweils einen kleinen Ausschnitt aus diesen verschiedenen Kapiteln vor. Ist es nicht seltsam, dass wir wie durch ein Wunder immer wieder an denselben Punkt zurückgeworfen werden, solange wir unsere Herzen nicht geheilt haben? Es ist wie ein Wunder. Dazu sind wir hier, zur Heilung unserer Herzen. Dazu bin ich hier, zur Heilung meines Herzens. Kapitel 1. Wir Seelen. Wir Seelen, einzigartig, weise und tiefgründig. Das Verhexte und Deprimierende am Leben ist, dass du in einer bestimmten Phase deines Lebens ackern kannst, wie du willst, kämpfen kannst, wie du willst, Visionen haben kannst, so viele du eben hast. Du kannst Ziele haben, Träume und Wege. Und bei allem scheitern. Keiner funktioniert. Mach halt das oder jenes oder dieses. Mach halt einfach. Aber so einfach ist es nicht. Kapitel 3. Selbstständigkeit. Selbstständigkeit ist so viel mehr als ein paar Punkte, die man zu beachten hat. Eine bloße To-Do-Liste, die man abarbeitet, und für alle Menschen gleich gilt. Mach das und du bist erfolgreich. Halte dich an diese Regeln und schwupps, es fließt zu dir. Aber das hat nichts mit dem Leben zu tun. Zumindest nicht mit meinem. Das wäre einfach. Ja, das wäre schön. Aber das würde auch bedeuten, dass wir ziemlich einfach gestrickt sind. Nur, das sind wir nicht. Kapitel 13. Ich glaube daran. Ich glaube daran, dass es nicht immer darum geht, eine Ursache für das zu finden, was uns widerfährt. Ich glaube daran, dass nicht immer ein Muster, ein Karma oder eine Auflösung stattfindet, wenn wir Aufgaben im Leben geschickt bekommen, die erst einmal unschön oder extrem schmerzhaft und herausfordernd sind. Denn manchmal ist eben genau diese Aufgabe unser seelischer Plan. Und deshalb glaube ich daran, dass manches einfach ist, wie es ist. Auch wenn es unschön ist. Auch wenn es weh tut. Auch wenn es so sehr schmerzt. Auch wenn wir uns ohnmächtig und machtlos fühlen. Es geht nicht immer darum, die Ursache zu erkennen, die Situation zu analysieren, das Schicksal zu bewerten und den guten Sinn darin zu suchen, weil es vielleicht manchmal all das einfach gar nicht gibt. Vor allem glaube ich fest daran, dass es im Leben manchmal darum geht, das zu fühlen, was gefühlt werden möchte. Das wahrhaftig zu fühlen, was da ist, wenn du in dich gehst und spürst, welches Gefühl gerade in deinem Leben sein möchte, von dir wahrgenommen werden möchte. Wenn ihr jetzt mit dabei wart, dann danke ich euch fürs Zuhören. Ihr findet das Buch unten verlinkt in der Infobox, wenn ihr es bestellen möchtet. Dann freue ich mich natürlich auch darüber. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder wann immer ihr dieses Video anschaut und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid.